Willkommen von der Samsung Roadshow 2013 mit dem Samsung Galaxy Fame Telefon hier mit einem 3 Zoll Bildschirm, ähnlich wie beim S3 Mini, beziehungsweise das S3 Mini hat sogar einen 4 Zoll Bildschirm, also sind wir hier noch ein bisschen kleiner. Wir haben hier einen kleinen Knopf, natürlich mit dem wir immer wieder nach Hause kommen, Einstellungen und Settings, Vorderkamera, Rückkamera mit Blitz und Lautsprecher, oben Kopfhöreranschluss, wir können die Rückseite abmachen und dann finden wir ein 4,81 Wattstunden Akku drin. Tada! Ich kann es jetzt nicht ganz abmachen, weil wir hier so ein Security-Zeug drin haben, aber natürlich ist auch noch ein Micro-SD-Kartenslot auf der Unterseite vorhanden und die SIM-Karte kommt entsprechend hinter den Akku und ein Micro-USB, Kopfhörer natürlich mit dabei und wie gesagt Vorder- und Rückkamera und auf dieser Seite finden wir auch noch ein Lautstärkeregler. So, schauen wir uns das Gerät ein bisschen an. Wie ihr gemerkt habt, ist es recht flott. Die Specs könnt ihr natürlich auf techhive.de nachlesen und natürlich haben wir WLAN eingebaut, Bluetooth, GPS, Mobile Data, Ruhemodus und so weiter und so fort. Ihr könnt hier auch nochmal einmal hier durchgehen und schauen, was das für eine Android-Version hat. Android 4.1.2, also Jelly Bean in der ersten Version. Unter weiteren Einstellungen findet ihr hier auch noch NFC. Das ist natürlich auch sehr praktisch, damit könnt ihr dann auch mobil bezahlen sozusagen. S-Beam ist auch mit dabei zum einfachen Datenübertragen. So. Das ist noch ein Pre-Production-Gerät, deswegen habt ihr gesehen, NFC wollte noch nicht so wirklich angehen. Wir können hier aber, wie ihr sehen könnt, ganz schnell durchs Menü gehen. Das Display ist ein bisschen blickwinkelabhängig von der rechten Seite. Da seht ihr, das wird recht schnell schwarz, aber ansonsten von oben ist es voll okay, von unten auch. Es ist halt einfach ein günstiges Gerät und deswegen gehen wir auch mal kurz in Chrome rein und schauen uns an, wie die Tastatur so läuft. Zustimmen und weiter. Nein, danke. Und so. Ja, eigentlich ganz okay. Wenn wir das drehen, wird die Tastatur noch größer. Genau. Ruhelt noch ein bisschen, kann aber auch in Chrome liegen. Ich gehe mal kurz in eine SMS rein. Da läuft das Ganze meistens ein bisschen flüssiger. Und auf dem Gerät wird man auch, glaube ich, eher SMS schreiben wie im Websurfen. Genau, das ist schon mal auf jeden Fall besser hier gelöst. Und auch das Drehen erfolgt nicht natürlich ganz so schnell wie beim iPhone 5 zum Beispiel oder etwas Premium-Geräten wie das Galaxy Ace 2 hier auf der rechten Seite oder anderen Modellen, aber ansonsten natürlich ein sehr schickes Gerät hier, das Samsung Galaxy Fame, bei dem ich jetzt nur die vorderwärtige Kamera euch zeigen kann, wie sie reagiert in Geschwindigkeit, denn die rückwärtige ist wie gesagt abgeklebt. Von daher könnt ihr hier sehen, eigentlich völlig schnell. Ihr müsst die Hand zwar ein bisschen stillhalten, wenn ihr Fotos machen wollt, aber ansonsten ist das ganz klar ein gutes Gerät für ca. 100 Euro. Mein Name ist Balázs Gál für techhive.de. Das war das Galaxy Fame hier auf der Samsung Roadshow 2013. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.